EA Games. Challenge everything. Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ja, und damit herzlich willkommen zu Need for Speed Underground 2, meine lieben Freunde. Ein Projekt, was schon lange auf der Liste stand, aber durch einen Installationsfehler irgendwie nie verwirklicht werden konnte. Jetzt habe ich ihn gefixt, jetzt kann ich es jetzt playen. Meine Fresse, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch dabei bei diesem geilen Projekt. Underground 1 habe ich ja bereits let's played, mit mehr oder weniger großem Erfolg meinerseits. Und jetzt kommt natürlich Teil 2 nach Need for Speed Most Wanted. Und das ist eins meiner Lieblings-Need for Speeds. Bin ich ehrlich, Underground 2 einfach nur geil. Das Tuning, die freie Welt, da haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Manche streiten sich darüber, ist eine freie Welt besser als so lineare Rennen. Ich würde sagen, freie Welt ist besser. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, was findet ihr besser? Freie Welt oder lineare Rennen? Aber im ersten Part habe ich mir überlegt, mache ich die Karriere direkt oder zeige ich euch mal, woraus Need for Speed überhaupt besteht. Es gibt ja manche Menschen, die kennen Need for Speed nicht oder ja, wissen nicht, ob sie es mögen sollen oder nicht. Wobei Autos sind immer gut, ne? Aber wir machen einfach die Karriere, da machen wir nichts falsch mit, ne? Mein Profil, die Lamba, alles schon eingestellt und diesmal perfekte Soundqualität. Ihr werdet mich hören, ihr werdet das Spiel hören. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es. Let's go! Okay, verstanden. Und so wird die Story ablaufen, in Comic-Schnipseln. Sechs Monate zuvor. Derzeitiger Tag.
dachte, ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück, wir sehen uns. Ja, das war Samantha aus dem ersten Teil. Und das ist eine der wenigen Sequenzen, wo wir noch was Digitales sehen, anstatt Comic-Strips. Yeah, 350Z, geil. Das sind wir. Ich stelle noch schnell die Kamera um. Falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Alles klar. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. So, wir müssen hier den Wagen zurückbringen, aber das mache ich nicht. Wir können hier nämlich jede Menge Kohle noch einsacken. Die wird uns noch helfen, glaubt mir. Die ist mitten drin zu finden. Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location. Wir sehen uns. So, wie gesagt, wir können jetzt noch ein paar Rennen fahren. Und ein bisschen Kohle dazu verdienen. Und hier liegt auch Kohle auf dem Weg. Ich dachte, hier wäre auch was, aber irgendwie auch wieder nicht. Hier fahren wir auch. Alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Ja. Bevor ich hier die ganze Zeit unterbrochen werde, irgendwie war doch hier auch Kohle zu finden. Das kannst du nicht erzählen. Aber muss ja später wiederkommen. Anscheinend. Ja. Ich muss aber noch ganz kurz sind Optionen und die Steuerung umstellen, weil irgendwie ist das alles verstellt. Ich weiß auch nicht, wie das kann. Mein Mikro nicht so gar nichts. Kamera ist verstellt. Ganz komisch. Ganz, ganz komisches Ding. So. Kann ich den Mikro einsetzen? Ganz normal. Naja, fahren wir einfach mal zum Rennen. Schadet nicht. Natürlich die Tipps einsammeln, die bringen auch ein bisschen Kohle, die lesen wir nach durch, nicht bekommen, scheiße. Aber nützt ja nichts. So. Hallo. Die denken, wir sind Samantha. Ach, Samantha Rachel. Die Dame rechts. Was? Überleg's dir gut, Kleiner. Hier ist die Rennroute. Okay, die hat noch geredet, sorry. Ja, die denken, wir sind Rachel. Ich versuch's, kann ich mich reinsetzen? Mit B guckst du, ich hab alles verstellt, aber das kann eigentlich nicht sein. Ja, mach mal. Info. Aha. Alt links. Muss ich unbedingt umstellen, wenn ich hier wieder anfange. Eigentlich alles voreingestellt. Aber naja. Wir fahren links rum, ist schneller. Ist risikoreicher. Yes. Ja, und ihr seht natürlich, die Grafik des Spiels ist altbetagt, aber wer mal Need for Speed Underground 1 ins Play gesehen hat, der wird sagen, ui, das sieht ja doch gar nicht so schlecht aus, weil ich habe ja einen Kartoffel-PC, wie viele angemerkt haben und gemerkt haben. Und, verdammt, ich fahr schon wieder so beschissen, ne? oh Gott, ja komm. Verdammt, normalerweise kann man hier richtig durch... Rasen, aber naja. Ich hab echt verdammt miesen PC. Da ist jeder LD-PC stärker als meiner. Ja, und... Aber ich hab halt eine neue Grafikkarte. Merkt man auch ein bisschen. Auch wenn es traurig ist, dass ich mich hier darauf stolz bin, dass Need for Speed Underground 2 ein hohes Detailspieler ist.
Naja, aber ihr wisst, ich habe es oft nicht betont, wenn ein Aufnahmeprogramm läuft, egal ob Fraps oder Camtasia, was ich zum Beispiel benutze, dann wird die Grafikleistung 50% geschmälert. Ist halt leider so. Und mit meinem scheiß PC wird es dann halt nochmal eine Spur hässlicher. Tja, und Nitro ist jetzt nicht mehr im Gegensatz wie früher, wenn es einmal benutzt, ist es weg. Das kann jetzt aufgeladen werden, indem wir so welche kleinen Manöver machen. Ja, knapp vorbei zwei, also zweimal hintereinander knapp vorbei an einem Auto vorbeifahren. Das lädt unser Nitro auf, auch wenn es dumm klingt, aber ja, besser als gar nichts, ne? Und das wird natürlich doppelt so voll. Wenn es ein helleres Blau hat, dann ist da eine zweite Leiste für. Das ist gut so. Wir können quasi mit Nitro hier durchjagen, wie wir wollen, solange wir an den Autos hier schnell wie möglich vorbeifahren. Gerade konnte ich mich lenken. Auch mal spektakulär! Oh yes! Okay, wir werden gerade überholt, das ist nicht gut. Ich muss mich mal zusammenreißen. Ein bisschen Nitro wieder sammeln. Okay, da konnte ich jetzt gar nichts machen, hey. Gib Gas! Ja, Nissan 350Z, ein sehr schöner Wagen meiner Meinung nach. Aber es gibt ja schon mittlerweile, ich kenne mich ja auch nicht so gut aus mit Autos und so, aber es gibt ja Nissan 370Z und so. Sehen sich sehr ähnlich, aber natürlich die neuere Version. Und ja, das sind aber All-Time-Klassiker. Boah, das war fies. So. Sauber, sauber. Ah, ganz locker flockiges Rennen. Kein Problem. Auch wenn ich mich wieder angestellt habe. Aber das kennt ihr ja. Wer mein erstes Let's Play von Need for Speed Underground 1 gesehen hat, der wird schon sehen, ich bin nicht so der skillige Fahrer. Ganz ehrlich nicht. Aber wir haben es geschafft. Locker flockig. Und die Zeit rennt, das ist nicht gut. Zurück zum Explore-Modus. Sauber. Tja, und Rachel fragt sich natürlich, wo bleibt meine Karre? Aber wir haben noch ein Rennen. Wo bleibst du? Hast du dich verfahren, oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ja, auch so ein kleiner Kritikpunkt. Wir haben hier die Underground-Szene. Wir fahren bei Nacht. Wo ist die Polizei? Keine da. Das war ein Kritikpunkt an die von Speed Underground, dass ja einfach nichts los war dann nachts, obwohl wir hier illegal Straßenrennen fahren. Das ist ein Scheiß von dem Wagen. So, let's go. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Ja, die akzeptieren uns noch nicht so, aber es wird sich wieder Zeit schon legen, wenn wir unseren eigenen Wagen haben und unseren eigenen Ruf aufbauen. Nicht lang schnacken. Let's go. Volle Ladung raus. Die sind voll aufgetuned. Ja, keine Ahnung, wie weit wir aufgetuned sind. So. Ja, ich hoffe, die Musik ist auch nicht so laut. Ich habe eine SMS bekommen. Scheiß drauf. Let's go. Und ja, die Tonnen mal wieder, wa? Es ist auch wieder hier so, wenn wir ein Auto haben, wenn wir Gegenstände treffen, wir werden direkt langsamer. Wir haben dann keine Chance. Wir werden einfach dann so verdammt langsam, dass es nicht mehr normal ist. What? Ja, und ich hab grad. Ich glaube, wenn man manchmal Nitro einsetzt, ohne zu lenken, dann. Ich hab die Taste gedrückt, kann ich lenken. Jetzt wieder. Habt ihr gesehen? Also, ihr könnt meine Finger nicht beobachten, aber. Ne? So, ich fahre auch sehr gerne mit der Perspektive. Finde ich mal richtig geil. Sehr dynamisch und da kommt ja das Geschwindigkeitsgefühl richtig geil rüber. Ist natürlich auch schwieriger, aber wir haben einen schönen Rückspiegel. Das ist auch cool. Sieht man dann halt nicht, wer ist, ne, wenn einer von denen ankommt. Könnte auch ein normaler Zivilfahrer sein, ne? Wir werden natürlich jede Menge Autos freischalten. Es gibt nämlich auch neue Rennen im Gegensatz zu Need for Speed Underground 1. Aber die werden die alle noch kennenlernen. Das wird richtig geil. Also ich bin wirklich davon begeistert mit dem Spiel. Und bin richtig froh, dass es jetzt geklappt hat, das zu Let's Playen. Unterstützt dieses Projekt, Leute, mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar.
wenn ihr dieses Spiel auch so vergöttert habt in eurer Kindheit, ich meine, das Spiel ist auch schon ewig, ja, lange Jahre her, seit es rausgekommen ist, also war kein Deutsch, scheiß drauf, aber Hammerspiel, oder? Kann man nichts gegen sagen. Aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ist besser, Need for Speed Underground 1 oder 2. Und liken natürlich. Dann fahren wir auch mal zu Rachel. Hey, ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her. Jetzt komm ich schon her. Ja, ja. Wir können natürlich auch andere Autos herausfordern. Glaube ich zumindest, geht das schon. Das geht tatsächlich schon, aber das zeigt einfach anders. Rachel wird sonst böse. Nitro, auch gut drüber. Hier, wenn man gut ist, dann kommt man hier gleich durch. Ich bin's nicht, also kommen wir da schwer durch. So. Ich wechsle aber mal die Perspektive, das ist am Anfang ein bisschen verwirrend. Werde ich aber noch oft genug die anderen Perspektiven zeigen und mal damit fahren. So, wir sind da. Rachel wartet wahrscheinlich schon gespannt auf uns. Da gibt's Kohle, wie ich gesagt habe. Ja, hier ist der Autohändler. Das war's für den ersten Part, Leute. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich bleib auf jeden Fall dran. Ich werde dieses Spiel bis zum Ende let's playen. Auch wenn da so manche Ausrüstung dabei ist. Aber ich hab's nicht so schwer in Erinnerung, ne? Also dann, Leute. Bis zum nächsten Part. Und ciao.